Ich glaube, ich kaufe mir mal ein paar Beine. Weil, warum nicht? So. Ja, mit der Ausdauer ist wieder völlig im Arsch. Jetzt sind sie natürlich die Sport. Schön. Ach ja, Ong's Adventure habe ich heute gespielt. Das habe ich dann. Ist ja nicht Das so gibt's lang. noch. Weil sonst. Dauert ja nur 2, 3 Stunden, bis du das durch hast. Warum gibt es das Spiel noch? Wieso nicht? Weil die meisten auftretenden Personen nicht mehr als so cool gelten. Ja, wie meinst du damit? Wir Wen reden von gerade von den dem. drei Personen, die dort auftreten im Spiel? Zwei davon und einer streamt noch regelmäßig auf Twitch, jeden Freitag. Aha. Die anderen gelten ja als. Ja, mit denen willst du eigentlich nichts zu tun haben. Okay, ich habe halt lange nichts mehr von denen gehört, aber. Ja gut, der eine hat halt komplett aufgehört und sie sind alle drei auseinandergegangen, weil Geld. Und der Sarazar, der macht noch Reiseblogs. Der macht Reisevlogs, die nicht erfolgreich sind und ja, gilt auch nicht so unbedingt als der beste Mensch. So generell. Habe von dem Soweit ich nie, das weiß. von dem, von dem nie wirklich viel gehört. Das, aber was soll's. Er war halt auch da, ne? Weil der zweitbeliebteste ist auf Gonk.de. Das bezweifle ich. Außerdem vergesse ich erneut jedes Mal, dass für dich eigentlich noch 2012 ist. Jo, gut, ich bin hier eigentlich fertig soweit. Mein 2012 war ja auch eine tolle Zeit. Meinst du von YouTube-Sicht oder von persönlicher Sicht her? Von vielen Sichten aus her, das ist da. Stürz-CC gab es noch. Was gab's noch? Stürz-CC. War ich nicht nette Plattform? War echt. Ich Ich weiß komme hier nicht, mal was was das essen. ist. Siehst du? So ging es bergab. Da war ich übrigens, bevor 2000, bis 2012, als dann geschlossen wurde, da war ich dann, bevor ich. Das waren so meine Sachen, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Es wurde eingestampft, weil keiner mehr da war. Aber du bist immer noch da. Weil alle zu Facebook rüber gewechselt sind. Ah ja. Ich sag's mal so, bei mir war das so die Zeit, da haben wir noch Wäsche mit dem Waschbrett gewaschen und unser Essen selbst gejagt. So nach dem Motto. Ah, 1938. Ja, war eine 1809. schwierige Zeit damals. Damals 1512. Damals, als Modi das Waschbrett erfunden hat. Ja, wir haben dafür noch meinen Bauch genommen. Wollte ich gerade sagen, hast du dein Wort. Du ein Waschbrett brauchst, da braucht das, glaubst du aber nur selbst.
Das glaubst du selbst nicht. Hast du mich je oben ohne gesehen? Zum Glück nicht. Das hätte ein bleibendes Trauma hinterlassen. Ja, vermutlich. So 38 von 134, das kann das ist doch das sind wir noch auf dem besten Weg. Das kann doch nicht mehr lange dauern. Das ist doch erst ein Bruchteil. So, ich komme mal zu dir. Ist schon Schlafenszeit oder? Wer ist das noch? Ich weiß es nicht, ich steh hier eigentlich nur so rum und check gerade andere Discords. Aha. Nö, noch nicht. Ich komme trotzdem schon mal rüber. Ja, man sieht ja grob, wo ich bin. Sieht ja nur ein rotes Leuchten. Orientier dich einfach an dem riesigen Leuchtfeuer. So hell ist das tatsächlich gar nicht. Ja, aber es ist von super weit weg erkennbar. Leuchtfeuer von Gondor. Ach, Kacke. Es sind wirklich erst zwei Drittel voll. Tja. Und sonst so. Hier Schaden wegen irgendwas. Ja, wegen irgendwas. Hast du wieder Durst? Ich habe genug Wasser hier. Durst habe ich nicht. Hunger? Nö. Eigentlich bist du durch Büsche gelaufen? Nee, ich friere. Was ist das Ding? Ach, du frierst, alles klar. Ja, stimmt, das Feuer ist aus. Ja, warten wir jetzt noch, bis wir schlafen können oder was? Ja, offensichtlich. Lass mich mal raus. Ich meine, die Hütte kriege ich heute nicht mehr fertig. Ich brauche noch ungefähr 100 Holz. Das wird heute nichts mehr. Hier ist aber auch ein Wind bei dir. Was ist bei dir so die letzte Zeit los? Arbeiten und so. Ich habe mir ziemlich viele, ja wie gesagt, Urlaub. Ach, die nächsten 2 Wochen noch. Du hast jetzt Urlaub. Ich muss wieder arbeiten. Ich habe jetzt die nächsten 2 Wochen Urlaub. Ich muss wieder arbeiten. Ja, ansonsten, ich habe mir einige Filme angesehen. Ich habe endlich Sonic 2 gesehen. Sonic 2? Ja, den zweiten Sonic-Film. Den habe ich auch, den habe ich auch verpasst. Den ersten ich gebe dir wirklich mal den guten Rat, guck ihn dir an, es ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich einer von meinen Lieblingsfilmen dieses Jahr geworden. Okay. Muss ich sagen. Weil erstens, Jim Carrey ist halt wieder top in Form. Ich bin halt wirklich nicht ins Kino gegangen. Ich habe halt wirklich irgendwie Kino nicht verlernt. Das verstehe ich absolut. Da ist jemand? Moment. Jetzt im Urlaub in Hamburg. Da ist keiner mehr. Jetzt im Urlaub in Hamburg bin ich mal in den
einen neuen Torfilm reingegangen. Da müssen lass uns darüber im Podcast reden. Da will ich nämlich mit dir ausführlich nochmal drüber reden. Wir können ja jetzt schon mal drüber reden, dann können wir das abkürzen. Ich will das jetzt nicht thematisieren. Lass uns das jetzt einfach mal offen lassen. Und das für die Leute einfach mal so in unsere nächste Podcast-Folge hören. Ja, gut, wir können aber über Doctor Strange 2 reden. Den hast du gesehen, oder? Nee, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ziemlich vieles noch nicht gesehen. Lass uns bitte darüber nicht reden, weil ich will nicht gespoilert werden, den will ich noch gucken. Wenn ich mir irgendwann mal. Der ist jetzt auf DVD und Blu-ray draußen, den will ich mir kaufen. Ich wollte dir nämlich gerade sagen, also an Marvel-Filmen ist das tatsächlich nach No Way Home mein Platz 2. Doctor Strange 2 ist jetzt neulich auf DVD rausgekommen. Habe ich mir besorgt. Wenn ich das nächste Mal irgendwo mal in der Stadt bin, dann werde ich im Zentrum bin, dann werde ich mir das mal besorgen. Kann auch ein bisschen dauern. Deswegen bitte nicht spoilern, ich will das auf jeden Fall. Mach ich nicht, da spoilere ich nichts. Ich sag nur, er ist wirklich, wirklich gut. Das glaube ich dir auch. Vor allem überraschenderweise, er wurde ja als Horrorfilm angepriesen und ich muss sagen, für FSK 12 Verhältnisse ja, fühle ich. Das ist definitiv in dem Bereich Horrorfilm. Und der eine Jumpscare hat mich tatsächlich voll erwischt. Okay. Ja. Ansonsten Shang-Chi habe ich noch gesehen. Den anderen Marvel. Habe ich auch nicht gesehen. Musst du nicht, der Scheiße. Aber No Way Home habe ich gestern auf DVD geguckt. Den habe ich mir gekauft. Hast du ihn nicht im Kino gesehen? Habe ich damals im Kino gesehen und jetzt habe ich mir auf Blu-ray gekauft und habe den auch nochmal gesehen. Ich habe ihn, glaube ich, dreimal gesehen. Der ist tatsächlich sehr gut. Der ist sehr gut. Wie gesagt, ich habe ihn dreimal gesehen. Also ich jetzt zweimal. Und über Thor lass uns später. Ja, Thor habe ich noch nicht gesehen, aber ich habe auch kein Interesse daran. Ich weiß, nee, was musst du, passiert. Musst du nicht gucken. Musst du nicht gucken. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich habe schon von allen Seiten gehört, muss man nicht gucken. Muss man nicht gucken. Wir werden noch mal länger drüber reden, aber es ist nicht. Kannst du auslassen. Ich habe auch nicht vor, ihn zu sehen. Ich weiß, dass der weiße Typ auftaucht. Ich weiß, dass er irgendwie Götter umbringt. Ich weiß, dass er am Ende stirbt. Und keine Relevanz für irgendwelche fortführenden Filme hat. Psst, das ist erneut spoilern. Ein Film, der in die Post-Credit-Scene relevant ist. Nicht spoilern. Ich meine alles, was du über den Film kannst du bedingungslos spoilern. Das ist alles, was Inhalt in dem Film ist in den Trailern und im Klappentext schon zu sehen. Den Film kann man nicht spoilern, denn er hat keine Story, so wirklich. Man weiß schon alles. Wenn man sich einen Trailer angeguckt hat, weiß man schon alles. Ja, nur die Post-Credit-Szene ist halt wahrscheinlich relevant für irgendwas. Ja, aber wir reden jetzt doch noch doch darüber, obwohl wir es nicht wollten. Ja, gut. Wir können nicht schlafen. Ja. Weißt du, dass die Ziegen lustig sein sollen? Ja. Kannst du das bestätigen? Ich will da jetzt nichts mehr drüber sagen. Sag mir Ziegen lustig, Ziegen nicht lustig. Also nein. Definiere lustig, das ist. Ich weiß, dass der ganze Kinosaal das lustig fand. Es ist halt so lustig, dass man so. Genau das so, ich hab mir, es, ja, es ist. Es ist also für 12-Jährige lustig. Eher für Ü50 lustig, das ist so. Leute, die Minions lustig finden, die finden das auch lustig, ja, ungefähr also so. Also 12-Jährige und 50-Jährige. So, ungefähr so, ja, das wo ich mir gedacht habe. Ich verstehe halt wirklich nicht, wie die Leute teilweise sagen, dass die lustigen Marvel-Filme die guten sind und die sich ernst nehmen und die tatsächlich eine gute
Geschichte erzählen, dass die die Scheiße sind. Ich versteh's nicht. Was ist bei den Leuten schiefgelaufen? Ich weiß auch nicht. Ja, ich mag zum Beispiel die Tor 2 extrem gern. Aber lass uns über darüber reden wir dann wirklich im Podcast, weil, also da muss ich mit jemand drüber reden, weil du hast die Comics gelesen. Also, du weißt vielleicht auch ein bisschen, worum geht's. Ich war leichenblass, als sie aus dem Kino rauskam, weil die Folgen, die das für die Torgeschichte hat, sind gravierend. Das ist halt einfach. Was? Bei welchem? Bei dem neuen Torfilm, das stampft halt die Torgeschichte komplett ein. Aber darüber lassen wir uns im Podcast reden. Achso, du meinst die Tatsache, dass Tor wahrscheinlich komplett irrelevant wird und durch weiblichen Tor ersetzt wird? Wir können schlafen gehen. Ah, schön. Nö, das ist es nicht mal. Es gibt noch andere Sachen, die das noch völlig unrelevanter machen. Aber das ganze Marvel-Universum eigentlich in die Tonne kloppen, aber. Du meinst die Tatsache, dass es Götter gibt? Literally? Nee, aber es gibt gewisse andere Sachen, die dann wirklich, was jetzt eigentlich das komplette Marvel-Universum so ein bisschen für banal erklärt. Oh, sie machen wieder was mit Multiversum, oder? Nö. Okay, dann verstehe ich es wirklich nicht. Außer es endet damit, dass die Geschichte einfach nur von irgendwem erzählt wird. Ich erzähl's dir im Podcast. Ja, ich bin gespannt, wie scheiße es wirklich ist. Wie gesagt, Multiverse of Madness war sehr gut. Aber lass uns, ich würde sagen, wir können auch hier so ziemlich aufhören jetzt. Ich kann noch ein paar Bäume sammeln und es noch ein bisschen weiterbringen. Fertig kriegen tue ich es heute nicht mehr. Ich würde sagen, wenn du nichts dagegen hast. Ich glaube, du hast nichts dagegen. Nö, ich bin froh, wenn das Ganze hier zu Ende ist. Können wir den Forst hier bald mal beenden. Auch die Ausdauer kriegt hier wieder mal rein. War dann heute aber ein kurzer Stream. Normalerweise machen wir doch mindestens 3 Stunden. Ja, wir sind auch hier schon fast bei der 3-Stunden-Marke. 2:40 steht bei mir jetzt drin. Na gut, ich gehe schon mal raus. Bei mir wird's noch angezeigt. Ich bring nur 2 Holz zu heute. Und dann klettere ich in die Höhle rein, damit wir dort beenden können. Nee, ich gehe noch mal speichern zu der Nöte, wenn wir jetzt mit dem anderen Speicherstand haben. Falls das irgendwann mal weiterspielen will. Ja, 40 ist doch vermutlich nicht. Jetzt noch mal rüber zum Modis Hütte, dann noch mal abspeichern. Dann schaue ich mir nochmal den Eingang der Höhle an. Noch ein episches oder unepisches Ende zu haben. Joa. Es gibt da irgendwo einen Weg, wo man quasi drüber laufen kann. Wo man gar nicht durchs Wasser schwimmen muss, aber den habe ich nie genommen. Das ist auch bedeutend. Bei mir wird hier ein Todeszeichen angezeigt, dass du da irgendwie gestorben bist. Kann sein.
Wer weiß. Da bist du. Ich bin schon längst raus. Ich hab dich aber gerade wiederbelebt. Stehe ich noch da? Ja, du liegst da jetzt. Ich hab dich gerade wiederbelebt. Du bist Moment, jetzt dann will wieder... ich, dann will ich jetzt wissen, was passiert, wenn ich joine. Ich hab dich gerade wiederbelebt. Noch mal. Du also, bist da jetzt. Also mein Körper ist da noch, ne? Ja, du bist tot, aber dann ich hab dich wiederbelebt. Gut, okay, dann sag mir, wenn ich joine, ob ich verschwinde oder ob ich dann tatsächlich noch da bin. Mach das, hier sind gerade Leute. Ah, hier ist gerade der Typ aus Tor. Jetzt gerade der. Ja. Gut. Ach, hier ist gerade andere. Ja, ich weiß, wen du meinst. Und du bist despawned. Ah, gut. Dann passt alles, schade. So, ich geh mal gerade speichern. Soll ich Zukunftszwecke drum kümmern? Aha. 6.8. Sehr schön. Ich brenne. Ich hoffe, du hast dich brennend gespeichert. Das kann sein. Au. So, jetzt ab in die Höhle. Ja, schon unterwegs. Ach, du bist wieder eingeloggt. Ja. Lass uns jetzt nochmal gemeinsam in die Höhle gehen. Wir müssen sie nicht mehr erkunden, aber... Vielleicht finden wir da noch ein bisschen was auf am Eingang der Höhle. Hatte gerade Yeet gesagt? Durchaus möglich, ich habe ihn angezündet. Der kam es gerade auf mich zu, Yeet. Das war ich. Ups, habe ich gar nicht erkannt. Ich glaube, ich brenne ein bisschen. Alles gut. Wo ist die Höhle, in die du wolltest? Die ist irgendwo hier. Ich glaube, da oben, wo die Flagge ist. Ah ja, stimmt. Ich habe sie ja markiert. Ich kann bloß nicht mehr rennen. Ja, ganz genau hier. So runter hier. Du bist in mir. Ja, das sieht schrecklich aus. Wir sind eins. Die haben auch Tanten mit vier Armen. Warum sollten wir das nicht haben? Ich guck mal lieber nach unten. Nach oben sieht es ein bisschen schrecklich aus. Ich seh das Innere deiner Augen. Oh, hier ist ein Kopf. Ja, gut. Den Klamotten hier rum. Den Kopf hier mit tatsächlich Klamotten rum. Mensch. Ja gut, komm, die Höhle können wir auch noch kurz machen. Stoff. Oh, ich habe Timmys Bilder gefunden. Und ein Spielzeug. Ja, wenn wir eh schon hier sind, ganz ehrlich, dann können wir auch wirklich die Höhle auch einfach machen. Und noch ein Teil vom Roboter habe ich gefunden, wie es ausschaut. Ja, ich auch. Oh, wir sind hier. Ja. Wo bist denn du? Bist du wieder hochgeklettert moin. Oder was? Ja, moin! Der Tentakelkopf ist hier. Hier gibt's noch ein Seil. In welche Richtung bist du? In Richtung von dem großen, wütenden Ding mit Armtentakeln. Beziehungsweise Tentakelarmen. Den sehe ich hier nirgendwo. Hat das ihn gekillt? Bist du das Seil wieder hochgeklettert oder? Ich bin das andere Seil hoch. Oh, er ist verbuggt, er hat Akku auf dich. Nice. Ich bin nicht da. Ich weiß. Bleib da. Ich kann ihn jetzt einfach wegschießen. Ich bin gerade hochgekommen.
Hallo. Noch bin ich in Sicherheit, spreng ihn weg. Ich glaube, er ist Er wurde tot. gesprengt. Ja. Lol, er ist einfach in der Blutfontäne explodiert. Das ist ja. Ich hab's gesehen. Das habe ich in meinem Leben noch nie gesehen und ich habe sehr viele Forest-Let's-Plays gesehen. Holy shit, was? Sehr schön. Okay, das ist super. Achtung, hier sind Leute. Ich mach. Komm mal mit mir. Komm mal hier. Ich bin anwesend, die Pfeile sind anwesend, die werden nicht mehr lange leben. Guten Abend. Hallo? Na, wie geht's? Oh. Hier wurde einer Überaus gut, wie gekreuzigt. es scheint. Hier wurde einer gekreuzigt, Mordi. Ja, die mögen das Christentum. Der hat eine teure Armbanduhr bei sich. Eine Armbanduhr. Ja. Hier Es wurde ist gerade halt jemand gekreuzigt. Wohlstandsbauch, Jesus. Ja. Übrigens, seine Leute, die dich angegriffen haben, sind tot. Jeder einen Schuss. Wie immer. Ja. Was haben wir hier? Koffer! Nice. Stalaktiten und Stalagmiten. Oh, vielleicht solltest du das Zeug hier einsammeln, weil ich speichere ja nicht. Aber wenn du irgendwas brauchst, Ich hatte hier ist mehr eigentlich als genug. auch nicht mehr vor zu speichern. Wir Ja, beide stimmt den nicht. eigentlich. Es sei denn, wir kommen hier noch irgendwie raus. Was Ich macht meine, wir man kommen eigentlich? hier definitiv raus. Ich mache das jetzt eigentlich nur, weil wir haben es halt angefangen damit. Dann können wir es auch fertig machen. Was mache ich mit dem Ball? Fallen lassen. Offensichtlich. Kann es sein, dass wir ihn. Oh nein, das ist tatsächlich eine neue Höhle hier oben. Kommen Sie? Dann könnten wir noch die Höhle. Ja, warum nicht? Ich meine, die sind zwar scheiße designt, aber sie sind halt da. Haben wir noch einen gelungenen Abschluss hier? Du wolltest doch am Ende eine Höhle erkunden. Dann können wir Ja. es auch durchziehen. Hat das wieder eine Sackgasse oder kommen wir am Ende wieder raus? Ich weiß es nicht. Müssen wir denselben Weg wieder zurück oder? Ich bin kein Höhlenexperte. Ich werde da nicht zurückgehen. Ich werde einfach meinen Charakter laden. Oh, hier ist ein PC, hier sind PCs. Oder Rollkoffer. Yes, Getränke. Gib her. Ich glaube, das sind PCs und keine Rollkoffer. Bin mir nicht sicher. Es könnte beides sein. Vielleicht ist es auch beides in einem. Ein bisschen Essen bräuchte ich, weil ich bin halt wirklich hungrig. Hast du Ja, welches ich mit? bin voll momentan. Hast du welches mit oder? Ich hab nichts mit. Tja. Oh, Dinge zum Angucken. Ah ja, Timmy. Oh, er hat mich gezeichnet. Aha. Er hat mich gezeichnet mit dem. Er hat mich gezeichnet mit dem. Mit dem. Oh, hier geht's raus. Ja, Mensch. Das tat weh in den Ohren. Ja, das waren Fledermäuse. Kisten. Leere Kisten. Ja, sehr leere Kisten. Guck dir das mal an. Was ist das für eine Scheiße? Das brennt nicht mal. Oh, jetzt brennt's. Hier, wo genau sind Nice. wir hier? Oh. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Wer besucht? Tut das. Na? Hey. Gucken, nicht anfassen. Ich hab gesagt, gucken, nicht anfassen. Da Hab ist dich dort. gewarnt. Da geht's down. Ja, wo sind wir eigentlich? Gute Ah, Frage. wir sind in der Nähe vom Loch. Okay. Wo ist das Loch? Das siehst du auf deiner Map, wenn du M drückst. Oder mir einfach folgst.
Dann lass uns jetzt noch zum Loch springen gehen und ins Loch reinspringen. Alles klar. Wo bist du weißt, dass man das Loch überleben kann, oder? Na, wo bist du hin? Ich sehe dich gar nicht mehr. Ich bin in der Nähe vom Loch. Ich sehe dich gar nicht mehr. Beziehungsweise ich bin jetzt am Loch. Du wirst mir nicht mehr angezeigt. Du bist nach oben oder nach unten gegangen? Map oben. Okay, ich komme mal zu dir. Dann spielen wir das jetzt das Finale jetzt noch. Was überleben. Können wir nicht. Wir brauchen die Keycard, wir brauchen die Taucherausrüstung, sonst kommst du nicht hin. Ja. Das müssten so die zwei Key-Items sein. Außerdem weiß ich nicht, wo das Katana momentan ist. Wo zum Henker bist du? Moment. Ich glaube, ich bin nicht beim Loch, ich bin irgendwo anders. Bin zurück bei uns bei der Hütte. Bin beim Dorf hier. Dann dreh dich um, du müsstest mich sehen. Ich sehe dich absolut nicht. Ich sehe die Hütte, ich sehe. Entweder bin ich blind oder dein Name wird mir absolut nicht angezeigt. Dann benutz halt einfach den Kompass, den du hast. Benutz den Kompass, ich bin Richtung Pfeil. Okay. Da bin ich aber auch gerade lang. Und Richtung Pfeil ist nicht unser. Richtung. Das ist da in Richtung Pfeil ist unser Dorf. Das ist da. Ja, geh halt einfach weiter in Richtung Pfeil. Also in Richtung Norden. Okay. Wird hier gerade von den Leuten abgeschlachtet? Ja, passiert. Ich hab keine Ausdauer, deswegen bin ich nicht tot. Ich komm dir kurz entgegen, Moment. Dem Geräusch nach ist bei mir vor der Tür gerade ein Clowns-Auto vorbeigefahren. Okay. Ich kann halt nicht rennen, weil ich hungrig bin. Ich hab Blaubeeren hier. Also wenn du hier bist, dann bin ich dir. Moment, ich bin doch gleich da. Außerdem bei mir an der Hütte hängen auch noch diverse getrocknete Fleischstücke. Da müsste ich gleich vorbeikommen. Ach, das ist mein Bauwerk wieder. Ja, du rennst. Du wirst gerade angegriffen. Ich weiß. Versuch denen gerade zu entkommen. Du kannst dem nicht entkommen. Doch, so ziemlich. Ich mach ja schon, Moment. Tot. Was sagst du eigentlich zu meiner Hütte? Ich lauf nach Norden, wie du gesagt hast. Das ist nicht Norden, das ist Süden! Dann zeigt mein Kompass nach Süden. Lauf Moment, Richtung Pfeil. Du bist live. Zeig mir, dass du Richtung Pfeil läufst. Der Pfeil zeigt Richtung deine Hütte. Beweis es mir. Ja, guck doch in den Stream. Lol. Hier. Lol, okay, cool. Also dann ist mein Kompass falsch gepolt, oder? Dann ist dein Kompass entweder falsch gepolt oder das Spiel hat kein global gleiches. Ja. Ich laufe die ganze Zeit. Richtig scheiße. Du hast gesagt, ich soll Richtung Norden laufen. Ich bin Richtung Norden gelaufen. Soll ich Richtung Süden laufen oder was? Ja, offensichtlich. Kommst du mal bitte zu meiner Hütte zurück? Du wolltest doch essen. Du sagst Richtung Pfeil laufen. Ich laufe Richtung Pfeil. Sorry, wenn das Spiel scheiße ist. Das Spiel ist nicht scheiße. Das Spiel funktioniert immer. Okay, aus irgendeinem Grund wird mir das Fleisch nicht mehr angezeigt.
cool. Aber mir. So, ich bin gesättigt. Also ich kann kein getrocknetes Fleisch mehr aufnehmen, offensichtlich. Es ab nach Süden jetzt, oder wo? Folgt mir einfach. Kann ich den Kompass irgendwie wegstecken? Wahrscheinlich nicht. Nö. Ich folge einfach dir. Immer mir nach. Oh, scheiß Ausdauer. Du hast doch gerade was gegessen. Wait a second, gleich kann ich wieder ran. Noch ein paar Baumstämme mitnehmen. Okay, cool. Jetzt wird mir auch der Pfeil nach Süden angezeigt. Das ist wirklich dumm. Yep. Weißt du noch, wo es lang geht, oder? Ja, ich habe eine Orientierung hier. Ich nicht. So, wir müssen jetzt hier lang. Ja, da vorne ist es. Blöd, dass wir jetzt nicht gespeichert haben bei deiner Hütte. Wieso sollten wir speichern? Bei mir macht es keinen Sinn zu speichern. Das Zeug, was ich in der Höhle gefunden habe. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Du hast nichts Relevantes in der Höhle gefunden. Außer Timmys Roboter. Wen interessiert Timmys Roboter? Ich hab gesagt, relevante Dinge. Bist du noch anwesend? Ja, hinter dir. Schleich hinter dir her. Ja, währenddessen springe ich hier von Stein zu Stein, schwing mich durch den Wald. Yep. Jetzt bin ich vor dir. Ja, weil ich gerade Ausdauer regenerieren musste. Ich hoffe, ich laufe noch in die richtige Richtung. Müsste. Das müsste eigentlich hier irgendwo sein. Oh, wir sind am See? Was? Hä, was? Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Sehr schön. Wie sind wir in die falsche Richtung gelaufen? Ich bin exakt da lang gelaufen, wo ich sonst auch lang bin. Moment. Okay. Falsch, zeigt doch in die richtige Richtung. Was? Was ist das? Ja. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir das Let's Play beenden. Dieses Spiel macht keinen Sinn. Es ist falsch. Alles ist falsch. Die Physik ist kaputt. Warte, du bist irgendwo, wo ich nicht bin. Moin. Nein, ich lauf einfach. Gut, und wenn wir ankommen, sehen wir die Schlucht gar nicht, weil es zu dunkel ist. Ja, vermutlich. Okay, da lang müssen wir. Ist das wirklich nicht für meine Hütte? Habe ich direkt da in dem Loch gebaut, oder was? Das wär's. Oh, ich habe gar nicht in diese Richtung geguckt. Mensch, da ist es ja. Du warst die ganze Zeit direkt neben Timmy. Du stehst beim Eingang zu der Höhle, die zu Timmy führt. Ich habe immer Timmys Kopf gebaut. Ich habe immer so ein Kind schreien gehört. Ich weiß nie wo. Ah ja, tatsächlich, hier sind wir. Du hast außerdem neben dir die Taucherausrüstung und die Keycard. Direkt neben dir und neben deiner Hütte. Ach, das ist gar kein Kopfkissen. Das wäre ja, jetzt wär echt. Das wäre jetzt echt ein geiler Abschluss. Ich meine, es ist nicht so unwahrscheinlich, oder? Nein, wir müssen Richtung Westen. Aber ich gehe kurz zur Hütte, weil mir ist kalt, ich verliere Leben. Ja, ich auch. Ja, dann können wir noch gerade was essen. Ah ja, Essen wird mir ja nicht mal angezeigt. Ah ja, ich kann was grillen. Hin und her gelaufen heute hier. Ja, offensichtlich. Weil
weil dieses Spiel macht keinen Sinn, die Physik ist hier kaputt. Irgendwer hat Norden verschoben. Das waren die Kannibalen, weil sie uns verwirren wollten, haben die Norden verschoben. Die haben die Erde einfach weggedreht. Ja. Die haben so Norden, funktioniert doch Physik, oder? Die haben Norden genommen und das woanders hingeschoben. Die haben sich gesagt, wir nehmen das einfach und schieben das woanders hin. Wir nehmen die Himmelsrichtung und schieben sie woanders hin. Okay, jetzt kann ich auch wieder getrocknetes Essen. Sehr schön. Ey. Oh, ein getrocknetes Essen macht komplett voll. Übrigens. Nö. Doch, bei mir schon. Können wir mal schlafen? Nee, können wir nicht. Nee, sonst hätte ich schon vorgeschlagen. Okay, aber wir können... Ich speichere mal Nacht zwischen. Ja, wollen wir die Nacht jetzt noch machen oder wollen wir direkt jetzt zum Loch gehen? Direkt zum Loch gehen, würde ich sagen. Wir wollen das Spiel eh schon beenden. Gut. Ah, Moment, da ist jemand. Ey. Wir haben Zahn verloren. Korrektur, da ist niemand mehr. So, Loch. Wo geht's zum Loch? Das ist eine gute Frage. Das Loch ist im Westen von hier. Oh, ich glaube, ich sehe es da vorne. Dann bleibt nur noch die Frage, wo ist Westen? Westen, komm einfach mit. Oh, scheiße, warum sind wir wieder im Norden? Warte, ich müsste mich mal vielleicht aufwärmen. Warte mal kurz auf mich. Müssen wir irgendwie das Moment, Feuer anmachen? Ich kann kurz mal gucken, ob ich ein Feuer hinkriege. Ah, scheiße auf Feuer. Okay, ich habe hier Besuch. Ich komme zu dir. Bin schon unterwegs. Komm zu dir, genug aufgewärmt. Nee, lass uns jetzt zum Loch gehen. Alles klar. Wie komme ich da runter, ohne zu sterben? Du gehst einfach den Berg runter, hier vorne. Oder da hinten, ist auch gut. Hier ist ein Reh. Hier sind viele Rehe. Ist hier Wasser oder was ist hier los? Ja, hier ist Wasser überall. Deshalb gehe ich erstmal hier den Weg, den die sonst immer rüber zu mir nehmen. Aha. Ja, ich glaube, ich habe wirklich direkt neben dem Loch gebaut. Im Grunde. Dann führ uns mal zum großen Loch. Führ uns zum Glowy Hole. Was? Angekommen. Warte auf mich. Wir springen da gleich gemeinsam rein. Ich will nur erstmal scouten. Von hier aus haben wir eine gute Überlebenschance. Vorsicht, Loch. Hey, wo sollen wir hin? Was meinst du, von wo aus sollen wir springen, um zu überleben? Na, von hier aus. Okay. Keine Chance, ich werde sterben. Okay. Kommst du? Ich auch. Jo. Ich bin tot. Bist du am Leben? Cool. Nö. Kannst du mich wieder beleben, oder? Nein, ich bin schon raus. Okay. Ich wollte doch eh da unten sterben. Ich sehe es gerade. Na dann. Ach, du bist genau neben mir gelandet. Schön. Yep. Na dann. Auf zum Hauptmenü. Dann war das doch mal noch ein gutes Ende. Alle sind tot, der Vater kommt dem nicht mehr zu Hilfe. Ende. Na dann. Haben wir jetzt auch die 3 Stunden voll. Gut, na dann.
sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Dann kann ich jetzt The Forest endlich mal deinstallieren. Das war eh Ballast auf meiner Festplatte. Danke mal wieder fürs Mitspielen, Moli. Dann mal schauen, wann wir mit Raft anfangen. Irgendwann. Morgen. Ja, nächste Woche ist erstmal Podcast. Danach ist, glaube ich, wenn mich nicht alles enttäuscht, Pen and Paper. Ja. Sollte ich vielleicht mal anfangen, langsam irgendwas für zu machen. Ja. Sollten wir vielleicht auch mal langsam Charakterbogen machen. Also jetzt nächste Woche ist Podcast. Danach ist Pen and Paper, danach ist die Gamescom-Woche. Danach müssen wir mal gucken, ob ich dann in der Woche darauf, eine Woche darauf wird bei mir, weiß nicht, ob ich dann überhaupt streamen kann. Vielleicht schaffen wir es 2024, mal eine Folge zu machen. Mal Raft zu spielen. Ich hab dir übrigens das Ergebnis geschickt. Für The Forest soll es das jetzt gewesen sein. Verabschiede mich von The Forest. Ja. Danke fürs Zuschauen, dein Zuschauer. Dann beende ich mal das Spiel.